Ich habe mich beim Grand Prix in Düsseldorf ja am Knie verletzt. Ich habe da mein Innenband angerissen und war dann lange draußen. Also erst habe ich angefangen, danach Athletiktraining zu machen und so. Und ich hatte schon davor Probleme auch am anderen Knie. Und als ich gerade dachte, ich kann wieder mit Judo anfangen und wieder richtig einsteigen, hat sich halt herausgestellt, dass das andere Knie, dass wir das doch besser operieren lassen müssen. Dadurch bin ich bei ganz vielen Trainingslagern und Wettkämpfen ausgefallen. Es war natürlich schon hart, dann zu Hause zu bleiben, auch als die anderen in Japan waren, was schon immer ein besonderes Erlebnis ist, finde ich. Genau, und auch bei den ganzen Turnieren einfach zugucken zu müssen. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich dann endlich wieder Judo machen konnte. Ich war auch mit dem NWJV in Antalya im Trainingslager und konnte da viele wichtige Randoris machen. Und genau, und dann dachte ich, dass ich vielleicht zum Master schon wieder richtig fit bin und habe es probiert, da zu kämpfen, aber es war noch ein bisschen früh, noch nicht ganz gepasst, aber jetzt in Baku bin ich auf jeden Fall wieder voll dabei.